Mein lieber Junge, sagt meine Mutter leise, wir sind nie sehr zärtlich in der Familie gewesen. Das ist nicht üblich bei armen Leuten, die viel arbeiten müssen und Sorgen haben. Sie können das auch nicht so verstehen. Sie beteuern nicht gern etwas öfter, was sie ohnehin wissen. Wenn meine Mutter zu mir, lieber Junge, sagt, so ist das so viel, als wenn eine andere wer weiß was anstellt. Ich weiß bestimmt, dass das Glas mit Preiselbeeren das einzige ist seit Monaten und dass sie es aufbewahrt hat für mich. Ebenso wie den schon alt schmeckenden Keks, den sie mir jetzt gibt. Sie hat sicher bei einer günstigen Gelegenheit einige erhalten und sie gleich zurückgelegt für mich. Ich sitze an ihrem Bett und durch das Fenster funkeln in Braun und Gold die Kastanien des gegenüberliegenden Wirtsgartens. Ich atme langsam ein und aus und sage mir, du bist zu Hause, du bist zu Hause. Aber eine Befangenheit will nicht von mir weichen. Ich kann mich noch nicht in alles hineinfinden. Da ist meine Mutter, da ist meine Schwester, da mein Schmetterlingskasten und da das Mahagoni-Klavier. Aber ich bin noch nicht ganz da. Es ist ein Schleier und ein Schritt dazwischen. Deshalb gehe ich jetzt, hole meinen Tornister ans Bett und packe aus, was ich mitgebracht habe. Einen ganzen Edamer-Käse, den Kat mir besorgt hat. 2 Kommissbrote, 3/4 Pfund Butter, 2 Büchsen Leberwurst, 1 Pfund Schmalz und 1 Säckchen Reis. Das könnt ihr sicher gebrauchen. Sie nicken. Hier ist es wohl schlecht damit, erkundige ich mich. Ja, es gibt nicht viel. Habt ihr denn draußen genug? Ich lächle und zeige auf die mitgebrachten Sachen. So viel ja nun nicht immer, aber es geht doch einigermaßen. Erna bringt die Lebensmittel fort. Meine Mutter nimmt plötzlich heftig meine Hand und fragt stockend, war es sehr schlimm draußen, Paul? Mutter, was soll ich dir darauf antworten? Du wirst es nicht verstehen und nie begreifen. Du sollst es auch nie begreifen. War es schlimm, fragst du. Du, Mutter. Ich schüttle den Kopf und sage, nein, Mutter, nicht so sehr. Wir sind ja mit vielen zusammen. Da ist es nicht so schlimm. Ja, aber kürzlich war Heinrich Bredemeier hier. Der erzählte, es wäre jetzt furchtbar draußen mit dem Gas und all dem anderen. Es ist meine Mutter, die das sagt. Sie sagt, mit dem Gas und all dem anderen. Sie weiß nicht, was sie spricht. Sie hat nur Angst um mich. Soll ich ihr erzählen, dass wir einmal 3 gegnerische Gräben fanden, die erstarrt waren in ihrer Haltung, wie vom Schlag getroffen? Auf den Brustwehren, in den Unterständen, wo sie gerade waren, standen und lagen die Leute mit blauen Gesichtern. Tot. Ach Mutter, was so geredet wird, antworte ich. Der Bredemeier erzählt nur so etwas dahin. Du siehst ja, ich bin heil und dick. An der zitternden Sorge meiner Mutter finde ich meine Ruhe wieder. Jetzt kann ich schon umhergehen und sprechen und Rede stehen, ohne Furcht, mich plötzlich an die Wand lehnen zu müssen, weil die Welt weich wird wie Gummi und die Adern mürbe wie Zunder. Meine Mutter will aufstehen. Ich gehe so lange in die Küche zu meiner Schwester. Was hat sie? Frage ich. Sie zuckt die Achseln. Sie liegt schon ein paar Monate. Wir sollten es dir aber nicht schreiben. Es sind mehrere Ärzte bei ihr gewesen. Einer sagte, es wäre wohl wieder Krebs. Ich gehe zum Bezirkskommando, um mich anzumelden. Langsam wandere ich durch die Straßen. Hier und da spricht mich jemand an. Ich halte mich nicht lange auf, denn ich will nicht so viel reden. Als ich aus der Kaserne zurückkomme, ruft mich eine laute Stimme an. Ich drehe mich um, ganz in Gedanken, und stehe einem Major gegenüber. Er fährt mich an. Können Sie nicht grüßen? Entschuldigen, Herr Major, sage ich verwirrt. Ich habe Sie nicht gesehen. Er wird noch lauter. Können Sie sich auch nicht vernünftig ausdrücken?